Jo und herzlich willkommen zu Teil 105 des Let's Plays GTA San Andreas mit Weakling-Praktikant Tommy. Ja, gerade im Ladescreen haben wir ihn schon gesehen. Big Smoke. Den wollen wir gerne loswerden. Ist auf jeden Fall eine große und wichtige Aufgabe und dazu müssen wir hier Gang-Territorien erobern, was zunehmend schwierig wird und die Kohle wird uns knapp und alles ist echt kompliziert im Moment. Jetzt müssen wir erstmal zum Ammunition, weil in unserem jetzigen Zustand können wir gar nichts erobern. Vermaledeit, wo ist denn der Ammunition? Ah, da. So? Ja. All virtually legal and above board. Teuer, 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 aber es geht nicht anders. Ich meine, ein bisschen Kohle haben wir ja jetzt durch das Abfahren der Orte mit Einkünften wieder reinbekommen. Aber es hält sich noch in Grenzen. Wenn wir wenigstens hier beim, na, wie heißt das? Ah, beim ausrangierten Flugplatz, wenn wir da wenigstens mal, 10.000 abgeholt hätten. Aber das geht ja auch irgendwie nicht. Ja, unsere Jungs könnte ich mal mitnehmen. Come on, dude, roll with me. You gonna represent the set now, homie? Hey, it's family for life, CJ. I'm gonna put in some work, down. So, dann kommt mal mit, Jungs. Hier vorne ist so ein schönes Gebiet. nicht im Ernst. Viel zu krass. Kann echt nicht sein. Einfach traurig. Und ich kriege einen Stern für die Nummer. Dafür kriege ich einen Stern. Wollen die mich... Also... Ganz im Ernst. Irgendwo ist es auch mal gut, ne? Irgendwo reicht es dann mal. Es kann echt nicht sein. Das kann wirklich nicht wahr sein. Jetzt haben wir 3 Sterne. 3 Sterne. Ich bin fassungslos. Ich bin echt fassungslos. Ist gleich wieder alles weg. Ohne Worte. Ohne Worte. Unglaublich, das ist echt vollkommen unglaublich. Ich warte jetzt, bis die Sterne weg sind. Oh. Okay, Essen wäre eh mal wieder nötig.
Come on, just pick something. Das wird allmählich echt witzig hier in Los Santos. Oder auch nicht. Enjoy your meal, sir. Wie man's nimmt. Verzichte ich jetzt auf eine Weste? Schon riskant, ne? Aber ich habe jetzt eigentlich absolut überhaupt keinen Bock, nochmal beim Ammunition vorbeizufahren. Warum habe ich jetzt schon wieder einen Stern? Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Was habe ich denn gerade gemacht? Ich habe nichts gemacht. So lächerlich. Wir scheinen auf jeden Fall irgendwie auch unser Viertel wird angegriffen. Ich bin fassungslos. Ich bin echt fassungslos. Da unten. Alles klar. Da unten. Da unten. Da unten. Nee, also läuft so gar nicht. Aber jetzt sag mir doch mal jemand, was ich tun kann. Sollte ich vielleicht hier in dieser Situation einfach mal ein paar Krankenwagenmissionen fahren? Könnte das helfen? Ich glaube kaum. Ich glaube, das würde sowas von gar nicht helfen. Ja, Entschuldigung. Ich weiß es wirklich nicht. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Aber es ist doch schon so, dass das hier immer schlimmer wird gerade, oder? Everything you need to get even. Have fun. Our selection of flamethrowers. We've got a special on hand grenades. And if you're too fat and lazy to throw them, check out our grenade launchers. Pop it in, pull the trigger, and perfect boom, for killing, pure and simple. Sign up today for your ammunition frequent sniper card. The revolution is coming. Bald so pleite. Der Witz ist, wir sind ja schon wieder dabei, Gebiete zu verlieren.
Unser Territorium wird auf jeden Fall schon wieder kleiner. Nicht Denise. Bitte nicht. Nein. Don't treat me like a hoe. I'm a homegirl, not a hoe. Come on. Hey, Denise, baby. I'm gonna treat you so good. I'll pick you up later. Ey, ganz ehrlich. Nee, ne? Ich mag nicht mehr. Ich mag wirklich nicht mehr. Stell mich mal wenigstens hier zum Herz. Theoretisch wenigstens eine Option. What's poppin' next? Lauf, CJ, lauf. Yeah. Okay. Unglaublich, dass wir so weit gekommen sind. Aber es war teuer. Es war echt teuer. Herzen sind leider weg. Egal. Also ich glaube, man ist echt am sichersten im Moment zu Fuß unterwegs. Da besteht die geringste Gefahr, dass irgendwie was schief geht. Man muss nur irgendwie mit den überall explodierenden Autos klarkommen, dann geht's eigentlich. Schon wieder die Rüstung los. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Den Stern würde ich ja gerne mal los.
Look at me! Look at me! I blow your head off if you don't get down! Don't make it work for yourself! Das ist alles ein lächerlicher Witz. Ey, es geht nicht. Now call me a bitch, bitch! Ich glaube, hier hatten wir eben mal irgendwo eine Rüstung entdeckt. Zufällig. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Hier. Ja, schön. Okay. Ich finde das Ganze hier ehrlich gesagt völlig überfordernd. Vielleicht erkennt er uns mit einer neuen Frisur auch nicht mehr?
Das habe ich noch nie ausprobiert. Und zwar nehmen wir dann den guten alten... was hatten wir denn hier damals? Also so dürfte er uns auf jeden Fall nicht mehr erkennen. Ist gekauft. Ja, funktioniert. Cool. Danke, Mann. Nice to have you back, son. Oh, you want this to get... War so klar. No need for backup, boys. Wäre ja nett, wenn jetzt hier irgendwo noch ein paar Balles rumliefen. Dann könnten wir nämlich wenigstens das Gebiet hier noch mitnehmen. Aber das scheint mir nicht vergönnt zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich hier lang genug im Kreis laufe. Irgendwie so ein winziges Gebiet. Aber umso geringer sind wahrscheinlich die Chancen, hier auch wirklich mal auf Borlis zu treffen. Scheint mir ein bisschen sinnlos, was ich hier gerade mache. So, ich denke, das ist die bessere Entscheidung. Ja. Abschließend bleibt zu sagen, es ist echt... Ich bin völlig überfordert. Ich weiß nicht, wie das hier weitergehen soll, aber irgendwie muss es weitergehen. Wir schauen es uns an in Teil 106. Ich sage bis bald in Los Chaos, würde ich sagen. Macht's gut. Ciao.